Mondreise von Jürgen Wagner. Vorgetragen von Green World Facts TV. Ich fliege heute Abend auf den Mond, betrachte die große blaue Erde und werde sicher reich belohnt vom Stern, auf dem ich lebe und sterbe. An Schönheit sucht er seinesgleichen im Universum weit umher. So etwas einmal zu erreichen, wiegt wundersam äonenschwer. Es ist ein zauberhafter Garten, das braune Land, die Meere, die Seen, der Reichtum all der vielen Arten, die großen Wälder, Bergeshöhen. Die Wälder verschwinden, Arten gehen, die Pole schmelzen, jäh dahin. Die Wüsten wachsen, Stürme wehen, hat dies denn einen tieferen Sinn? Was lebt, kann auch einmal erkranken, an Homo sapiens leidet der Planet. Wer weiß dennoch in seine Schranken die eigene Progressivität? In diesem Gedicht werden wir auf den Mond geschossen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch mal auf die Weltraumvermüllung durch Weltraumschrott aufmerksam machen. So, das habe ich jetzt getan, nun wende ich mich dem Gedicht zu. Der Autor hat in seinem Gedicht nochmal deutlich gemacht, dass wir auf einem der schönsten Planeten unseres Universums leben und wir ihn trotzdem zerstören und der Planet unter der Rasse Mensch sehr leidet. Deshalb schützen wir die Welt und schalten morgen zu Türchen 11 wieder ein. Bis morgen.